Servus und hallo hier bei Destiny TV. Ich bin's wieder, euer Odali. Und heute melden wir uns mal mit einem neuen Video zurück. Und zwar zum Thema Glitch auf dem Turm. Da hat nämlich ein Destiny-Spieler eine ganz verrückte Erkenntnis gewonnen. Und zwar schaut es wohl so aus, dass er sich durch einen Glitch in eine zukünftige Version des Turms, unserem Social Space, auf dem wir uns ja alle immer wieder fleißig versammeln und bei Zavala, Horforn und den ganzen NPCs unsere Tokens einlösen und unsere Beutezüge holen, dass man da einiges an Schäden feststellen kann, die durch welche Quelle auch immer verursacht, ziemlich heftig sein sollen und vor allen Dingen auch, dass ironischerweise das Everversum betreffen, das ja vielen von uns eigentlich nur dadurch bekannt ist, dass man dort für Echtgeld kosmetische Sachen kaufen kann und Bungie anscheinend jetzt festgestellt hat, dass sie vielleicht das Everversum etwas umgestalten wollen oder dass es ja nutzlos geworden ist, weil die Leute es einfach nicht mehr einsehen in einem Spiel wie Destiny, das momentan leider ja an einem sehr großen Tiefpunkt angelangt ist, was die Spielerzahlen ja auch angeht, dass man da vielleicht einfach ein bisschen umstrukturieren und umdenken möchte, um da vielleicht andere Möglichkeiten zu schaffen, den Spielern etwas zu bieten, was so vielleicht noch nicht vorhanden war. Auf jeden Fall ist es sehr interessant, was die Schäden an Turm angeht, denn natürlich können dafür mehrere Quellen verantwortlich sein. Da hätten wir zum einen natürlich die Allmacht, die ja durch Rasputin und die Waffen in den Bunkern, die wir ja fleißig über die ganze Season hinweg quasi entstaubt und wieder aufgebaut haben, zerstört werden soll, die natürlich auch ganz klar diese Schäden verursachen könnte, indem eben die Trümmer der Allmacht auf die letzte Stadt, auf den Turm herabfallen und dadurch natürlich eben Schäden in diesem Maße verursachen könnten. Allerdings könnte es natürlich auch sein, dass eben auch die Dunkelheit, die ja sich auf dem Weg zu uns befindet und anscheinend gar nicht mehr allzu weit weg von uns ist, dafür verantwortlich sein könnte, dass eben diese Schäden am Turm hier auftauchen. Es ist eine ganz interessante Sache auf jeden Fall, denn auch in der Vanilla-Version von Destiny können die Spieler nach Abschluss der Kampagne wohl diese Schäden am Turm schon beobachten. Und ich persönlich bin einfach der Meinung, dass wir hier wohl ein sehr interessantes Schauspiel zu erwarten haben, denn ich denke mal, es wird, und da seht ihr sicherlich ähnlich wie ich, ein Zusammenspiel mehrerer Möglichkeiten sein, das sich hier ergibt, um eben auf dieses Resultat am Ende quasi zu kommen. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch wieder interessant, was dann in der Folge nötig sein wird, um diese Schäden, um das Ganze quasi wieder aufzubauen, die Schäden zu reparieren und unseren Turm quasi wieder in das alte gute Licht zu rücken, das er ja momentan mit den Hüterspielen, mit der schönen Dekoration eigentlich hat. Also über die Dekoration bei den Hüterspielen kann man jetzt sich streiten. Ich finde es persönlich sehr hübsch gemacht, auch wenn das Event an sich jetzt nicht unbedingt die Bombe ist, die wir eigentlich erwartet hätten. Vielleicht kommt ja da auch in Zukunft noch irgendwas Besseres auf uns zu. Das wird man sicherlich sehen. Das Ganze ist einfach eine wahnsinnig interessante Sache, weil es vieles an Rückschlüssen zulässt, weil es natürlich auch wieder viele Spekulationen und Vermutungen zulässt, aber auf jeden Fall solltet ihr vielleicht mal versuchen, das Ganze nachzumachen und uns eure Eindrücke da in den Kommentaren mal dazulassen, was ihr denn darüber denkt, wie könnte das Everversum quasi komplett vernichtet worden sein, wie könnten diese Schäden am Turm verursacht worden sein durch herabstürzende Teile der Allmacht, durch den Kampf mit der Dunkelheit oder vielleicht ja auch durch eine ganz andere Gewalteinwirkung, die sich da abzeichnet und die da stattgefunden hat oder stattfinden soll, denn wir reden ja wie gesagt immer noch von einer zukünftigen Version, um die es da wohl gehen soll, eine zukünftige Version des Turms, den wir ja wohl dann wieder von vorne aufbauen müssen. Ich bin da echt wahnsinnig gespannt, was
wirklich hier noch kommt, was da sich Bungie alles tatsächlich noch einfallen lässt. Denn sagen wir es mal ganz gelinde gesagt, die Saison der Würdigen, die Season of the Worthy, war jetzt nicht unbedingt das Würdige, was man sich hätte erwartet. Vielleicht aber könnte Bungie eventuell mit dem Ende der Season uns noch einen würdigen Abgang bescheren, der dem Namen vielleicht wenigstens ein bisschen Ehre machen würde. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt, was da jetzt kommt. Ich bin da sehr optimistisch, dass wir noch sicherlich ein spannendes, spektakuläres Ende der Season erwarten dürfen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass wir hier auch ein bisschen mehr dazu noch erfahren können. Vielleicht kommt da in Zukunft noch ein bisschen mehr auf uns zu, was wir, bevor das Ganze stattfindet, noch entdecken können. Wir werden euch auf jeden Fall über jedes kleine Detail, was da so noch vorhanden ist, auch noch berichten. Und nur um es auch mal ganz kurz noch am Rande der Alpen zu erwähnen, würde ich mal sagen, ist es mittlerweile sogar festgestellt, dass der Raum in dem Bunker auf dem Mond sogar einen Namen hat. Der ist wohl jetzt erst kürzlich aufgetaucht. Das ist auch mal noch eine ganz interessante Sache. Vielleicht in Verbindung auch mit dem Kampf gegen die Dunkelheit, denn der Name dieses Raums bezieht sich auf die Seraphs, also ja auf die, ja in Anführungsstrichen, Kinder von Rasputin, die dort ja vielleicht ja sogar wieder zu entdecken sind oder Teile davon wieder zu entdecken sind oder eben auch der Kampf gegen Fellwinter, der dort stattfinden könnte. Was ja mittlerweile durch sehr viele Leaks bestätigt ist, dass wir den wohl tatsächlich zu erwarten haben, um uns die legendäre Schrotflinte Fellwinters Lüge zu holen. Wird auf jeden Fall alles noch sehr interessant. Es tauchen mittlerweile wirklich fast tagtäglich immer mehr Details auf, die man ja zum einen natürlich schon in gewisser Weise ernst nehmen kann, zum anderen aber natürlich auch mit dem gewissen Quäntchen Skepsis betrachten sollte, denn auch wenn man sich den letzten, in Anführungsstrichen, großen Leak zu dem angeblich neuen DLC anschaut, das ja jetzt im Juni angeblich von Bungie vorgestellt werden soll, da muss man natürlich schon etwas genauer hinschauen und sich da vielleicht auch ein eigenes Bild drüber machen, ob diese ganzen Sachen auch wirklich ja, dementsprechend echt sind, denn es gibt da viele Stimmen, die tatsächlich dagegen sprechen, dass dieser Leak auch tatsächlich so eintreten wird, wie er da auf 4chan tatsächlich beschrieben wurde. Ja, das soll es aber dann heute auch gewesen sein. Ich wünsche euch as always einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Haut da raus und tschüss.